Nennt mich Vollidiot. Vollidiot. Ich habe nämlich gerade einfach nur auf lokale Aufnahme, nicht auf Stream starten gemacht. Du hättest ja vielleicht die lokale Aufnahme danach im Stream zeigen können. Vielleicht hätte es keiner gemerkt. Ach, so blöd kann auch nur ich sein, glaube ich. Aber wir mussten währenddessen sowieso den Skype-Call nochmal neu starten und so, damit alles funktioniert. Jetzt sollte alles laufen, hoffe ich. Ich hoffe auch, die 60 FPS laufen besser als das vorher. Okay, mein Chat lädt schon wieder keine Symbole. Also, Entschuldigung, dass da gerade wirklich so HBK-loses alles war. Dankeschön. Ach nein, ich kann den Stern nicht machen. Ach, fuck, der Zeiger muss sich ja drehen. Richtig. Aber ich habe den 100-Münzstern wenigstens schon. Mein. Immerhin etwas, Egal, ja. ein Chat ohne Symbole auch gut. Hauptsache, ich sehe den Chat. Richtig. Sei froh für das, was du hast. Sehe ich die Emotes wenigstens in deinem Chat? Beziehungsweise, man kann ja. Willkommen zurück, Ahmed. So ganz ulkige Sachen hier machen. Silenus hat die gleichen Probleme, okay. Bist du zufällig auch bei Vodafone, Silenus? Das Chat lädt auch keine Smileys. Okay. Hellwisch is real. Auf jeden Fall. Es scheint so. Wir Hätten kommen. vielleicht Team Fail Bishi gründen sollen. Ich glaube auch. Was genau versuchst du da gerade? Durch komische Wandsprünge doch noch oben rauf zu kommen. Ich habe nämlich gesehen, dass das funktioniert, aber ich weiß nicht genau wie. Ach, dafür hätte ich den Block gebraucht noch, glaube ich. Nee. Ich habe einen riesen Buffer, aber das sollte an mir liegen. Ach so, da hoch und dann A. Nee, das funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, ich bin bei Telekom, Ich weiß ich mach aber nicht. garantiert irgendwie ziemlich interessante Gesichter gerade in der Cam. Starre gerade deine Speedrun-Strats an, ich beachte es gerade nicht. Ja, aber meine Speedrun-Strats, die sind, glaube ich, nee. Das bringt mir gerade nicht allzu viel, weil ich das falsch, wie gesagt, in Erinnerung hatte und theoretisch den Block noch gebraucht hätte. Ich will keinen Suizid machen mit Mario. Wo ist denn der andere nochmal, der andere Stern? Gibt's ja noch einen, den ich noch machen muss. Oder habe ich den schon? Nee, da unten ist er. In diesem komischen Kasten drin. Okay. Die Frage ist, wie komme ich nochmal dahin? Ist der jetzt nicht direkt unter mir? Kann ich nicht hier einfach darauf droppen? Theoretisch ja. So. Autsch. Oh Gott, jetzt sehe ich's. Oh, Das ist machbar. Klar. Ist locker. Stimmt. Locker! HBK ist aus Weltraum Australien. Here we go! Space Australia! Okay. Da weiß ich gerade nicht, von was das ist, wenn das Dragon Ball Anime Z ist. Abridged. Natürlich. Jedenfalls kenne ich das daher. Sagen wir es so. Space Australia! Wow, zumindest lädt Kappa. Sehr schön. Läuft der Stream jetzt wieder besser, oder? Also, Ahmed meinte vorhin, jetzt geht's wieder normal. Ja, Also, stimmt, ich ich habe es weiß gerade nicht immer. gelesen. Vor den Spiegel stellen, McBla. Cookie, McBla ist bereits da. Er wollte noch einen zweiten McBlar, damit sie halt untereinander das. Ah, nee, das hatten wir ja vorhin schon Sie geklärt, dass das nicht diskutieren halt ist. nicht untereinander, weil sie immer der Genau. gleichen Meinung sind. Go Space Broncos, genau. We get it, you're from Space Australia. Das lädt It's like nicht jetzt gerade. Australia, just from outer space. Achso, das Kaparadi, was Ah ja, nicht was? geladen hat. Nu, nein, 9 war vielleicht eine blöde Idee. Oder? Was war denn Yay! das? Was war das Langsame? Was war das Ver. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, das Langsame war das nicht 6? Ich glaube auch, jetzt ist wahrscheinlich wieder die verrückte Einstellung. Das Haus, das Verrückte macht. Nein, das ist die schnelle Variante. Schön. Speedrun-Strats mal anders. Sabi, jetzt kannst du ausführlich über Codename Steam reden. Ja, Genau. ausführlich. Ich habe die Demo vorhin mal angespielt und sie hat mich überrascht, weil eigentlich ist das Spiel weder vom Aussehen her noch vom Spieltyp her meins, wirklich. Aber es hat mich ziemlich begeistert. Das Spiel ist großartig. Okay, ich werde es dann vielleicht mal ausprobieren. Und ich will Abraham Das Lincoln spielen. ist der Hauptgrund, warum die meisten es spielen wollen. Abraham Lincoln for Smash! Vor allem wusstest du, deshalb wusste ich nicht, aber vielleicht wissen es alle anderen, Was denn? dass man in Zukunft die Fire Emblem Amiibos einscannen kann und die tauchen dann in Codenames Team als spielbare Charaktere auf. Nein, das wusste ich nicht.
Das habe ich zufällig durch Toshi Jena erfahren. So, ja, ich warte auf die Fire Emblem Amiibos. Nicht so, hä? Mal gegoogelt. Auch. Oh. Ich meine, ich würde mir Link in Codename Steam wünschen. Das wäre lustig. Oder Mega Man. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie Codename Steam, was das für eine Art Spiel ist. Das weiß ich nicht mehr, muss ich zugeben. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, quasi... Modo? Du hast quasi gesagt, denn ich habe so eine Angewohnheit, dann immer Modo zu sagen. Ach so, ja. Selenos, wie würdest du Codename Steam beschreiben? Ich hatte heute schon mal jemand gefragt, was genau für ein Typ Spiel das ist, aber... Na, solange es kein MOBA ist... Nein, nein. Selenos hat wieder Ladeprobleme. Okay. Was ist das für ein Spiel? Läuft's bei euch anderen allen gut? Läuft's überhaupt? Hallo, jemand da? Der gewünschte Dämon ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder oder opfern Sie eine unschuldige Seele, um mit dem Support in Verbindung zu treten. Hallo, Crispy Leier, willkommen im Stream. Hi. Ich warte immer noch auf Team Rübe. Was? Team Rübe? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe damals gehört, Team Rocket. Ich soll lieber Team Rocket gründen, aber Team Rübe? Das Stream läuft immer noch. Aber wieder nur Sabi Herz ist. Die kommen alle nur wegen dir. Wenn du weg bist, dann habe ich keine Viewer mehr. Das stimmt nicht. Stimmt, ich glaube, Shireen wäre dann noch da und Nick Bla eventuell. Der Rest ist alles wegen dir hier. Nein! Zum großen Teil schätze ich schon. Auf jeden Fall Chris macht den Eindruck. Ich weiß nicht, von Team Rübe. Das Stream läuft immer noch schlecht. Mein Internet hat immer noch 18 bis 20, 21 Uhr eine schlechte Phase. Okay. Ein Taktikspiel, aber du kannst dich relativ frei bewegen. Musst du aber selbst gespielt haben. Ja, eben, man muss es selbst gespielt haben. Es ist schwer zu beschreiben. Es okay. Du führst Missionen durch. Die sind allerdings witzigerweise rundenbasiert. Und kommt halt auch wieder auf Taktik an. Erschieße den Präsidenten. Es ist Fire Emblem, genauso von der Rundenbasiertheit her. Nur mit okay. Waffen. Und ich habe Fire Emblem nie gespielt. Ja, du weißt, was Fire Emblem für ein Spiel ist. Sabi or Riot, die Quoten-Sabi. Die Quoten-Sabi. Nein! Oh, wo bin ich denn? Wo bist du? Kamera? Lakito, flieg mal um die Plattform rum. Stimmt, vergiss nicht, dass einige wegen Wasserglas-Senpai-Chan da sind. Oh Gott, Wasserglas-Senpai-Chan ist gar nicht hier. Die letzte Stream schon gar nicht. Nein. Nein! Gott, das muss man theoretisch gleich... Naja... Irgendwo ist es ja doch da. Ja. Aber es ist mir nie aufgefallen, dass ich gar kein Wasserglas mehr hier stehen habe. Das habe ich ja... Ich sag doch, ich bin voll außer Übung, was Streams angeht. Das habe ich die letzten zwei Streams schon immer die ganze Zeit rumgejammert. Autsch. Dafür kriege ich direkt mal einen Stromschlag ins Gesicht, wie ihr seht. Dann ist es übrigens jetzt schlimmer als vor dem Stream-Neustart. Mhm. Oh, okay. Ich glaube, ich sollte wieder auf 30 FPS runter wechseln. Ich glaube auch, dann liegen die ganzen Lags heute an Twitch. Alles klar, dann wechseln wir kurz nochmal auf 30 FPS und diesmal werde ich auch den Stream wieder neu beginnen, anstatt nur eine Aufnahme zu starten. Bis gleich. So, da sind wir dann wieder. Ich habe mal auch die Bitrate runtergestellt. Ich hoffe, dass der Stream vielleicht jetzt ein bisschen flüssiger läuft als vorher. Vielleicht ist die Bildqualität, was heißt wahrscheinlich, vielleicht, die Bildqualität ist jetzt garantiert ein bisschen schlimmer. Aber... Vielleicht läuft es jetzt besser. Ich habe nämlich wieder auf 30 FPS runtergeschalten und die Bitrate ein bisschen runtergeschraubt. Jetzt dürfte sie nicht mehr ganz so nach oben schießen und jetzt sollte, glaube ich, der Stream ein bisschen flüssiger laufen. Hopp. So, da sind wir. Wo wollen wir hin? Wir wollen dahin. So, wir wollen dahin und nach da oben, soweit mich nicht alles täuscht. Ich habe doch auch den Stream gestartet, ne? Ja. Und nicht wieder nur eine Aufnahme. Alles klar. Sagt mir, ob es jetzt besser läuft oder nicht. Ey, ich bin noch blöd. Ich will das Level, glaube ich, 10.000 Mal nochmal neu machen. Komm. 10.000 Mal, oh Gott. Ein Stern, ein einziger Stern fehlt mir nur noch. Ich habe jetzt halt die Bitrate auch nochmal ein bisschen runtergeschalten. Okay. Ich hatte halt vorher 1500 Kilobit pro Sekunde, jetzt sind es 1000 noch. Aber niedriger sollte ich eigentlich nicht mehr gehen. Sonst wird das Bild zu matschig. Ja. Also das ist jetzt schon relativ gering, sage ich mal. Normalerweise mache ich immer mit 2000. Okay.
Da habe ich halt für die letzten Streams schon ein bisschen runtergeschalten, weil halt ja immer wieder diese Problemchen war. Aber das liegt dann wohl wirklich mehr an Twitch als an allem anderen. Ja, Twitch hat heute generell ein Problem. Hallo Nico, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und willkommen beim Stream. Wusste gar nicht, dass du auch Geburtstag hast. Hi. Auch? Wer ist denn heute noch? Nessie, Wolfmind. Ah. Jupp, sie hat heute auch Geburtstag. Ist aber gerade mit ihrem Freund im Kino. Du. Da haben Shireen und ich, na, wir haben sie ein bisschen verarscht für den Film, den sie gucken. 50 Shades of Grey. Richtig. Ernsthaft? Ja. Oh, okay. Kein Scherz. Wow. Das habe ich jetzt voll öffentlich gesagt. Gut, sie haben es auch getweetet, dass sie gucken, also von daher ist das, glaube ich, legitim. Aber trotzdem, wo müssen wir eigentlich, in welche Etage müssen wir denn eigentlich nach oben? Wo ist denn der? Du kriegst Kaffee. Den schiebe ich direkt zu dir weiter. Und hallo, Orgath, willkommen im Stream. Ich glaube, das war nur Absicht, dass du den Kaffee bekommen hast. Ey, du hast keinen Schaden genommen. Das stimmt. Weil ich gegen die Wand vorher genau. Nee, kein Rip. Ich bin Feinrip, haha. Oder MacRib ist auch toll. Oh ja. Naja, ich esse halt kein McDonald's mehr. Aber... Du sollst ja auch nicht McDonald's essen. Ja, also keine McDonald's-Sachen mehr, weil ich keinen Appetit mehr drauf habe. Weiß nicht. Ich habe voll die coolen Gummibärchen gekauft mit Energy-Drink-Geschmack und Koffein und so. Und Sabi aufgedreht und so. Okay, jetzt RIP. Ich versuche sie in Maßen zu essen, was aber gar nicht so einfach ist, weil die sind eigentlich scheiße lecker. Wenn McBla in einem Spiel stirbt, das ist dann ein McRIP. Bedummts. Ich kann sie auch gerade nicht essen, weil ich gerade keine Ahnung habe, wo ich sie hingelegt habe. Nee, wir sollten die Uhr laufen lassen. War die Hälfte, also halb so schnell bei 3 oder bei 6? Ich weiß nicht mehr. Hi Saritus, willkommen beim Stream. Hallo Saritus. Kann mir jetzt jemand sagen, ob der Stream besser läuft als vorher? Schimpft noch keiner. Das stimmt wohl. Ist das jetzt halb so schnell oder das ist normal schnell? Auf jeden Fall ist es nicht schneller, so wie gerade eben. Oh, das geht ja. Weigert, in den McDonald's geht. Cool. In den McDonald's zu gehen, sollte das wahrscheinlich heißen, ja. Aber... Ja, na, ich sag mal so, ich weigere mich nicht, ich habe einfach keinen Appetit mehr drauf. Die Sache ist, ich habe eigentlich ganz gern bei McDonald's gegessen, aber jetzt seit ich hier wohne, wo ich jetzt wohne, da habe ich einen McDonald's quasi 2 Minuten Fußweg entfernt. Und seit ich so nah habe, habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf McDonald's. Das ist nichts Besonderes, ja, deswegen gehe ich sowieso nicht hin. Warst du da denn so oft, dass du keinen Bock mehr drauf hast, quasi, oder wie? Einfach immer nur so auf Conventions eigentlich, dann ist die ganze Gruppe nach McDonald's rein, das war so Tradition. Ja, das letzte Mal, als ich mit einer großen Gruppe unterwegs war, das war Silvester 2013, Neujahr 2014 und da habe ich auch das letzte Mal großartig McDonald's gegessen. Ja, irgendwie, McDonald's ist so eine Gruppensache, alleine zu McDonald's ist komisch. Aber besonders gut war es, nachdem, also während meiner Abi-Zeit, am Ende, da waren ja immer Abi-Partys und wenn man halt danach, wenn man so ein bisschen halt Vollmilch getrunken hat, hier Klischee abdecken, dass man irgendwas getrunken hat, dann war das immer ziemlich cool, wenn man dann eben gemeinsam zu McDonald's gegangen ist und das hat halt einfach dann wie das Beste auf Erden geschmeckt, es ist einfach so. Es ist komisch, wie denn dieses total eigentlich fast ekelhaft fettige, giftige Zeug plötzlich so schmeckt, als wenn du irgendwie, was weiß ich nicht was, ein Kobe-Steak isst. Das ist unglaublich. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht selbst mal erlebt hat. Aber aus der Phase bin ich ja schon lange raus. Ja, wie gesagt, ich lehne nicht kategorisch McDonald's Essen ab, aber momentan habe ich jetzt auch nicht so das Verlangen darauf. Ja eben, ich lehne es auch nicht kategorisch ab. Ich habe einfach auch keinen Appetit drauf. Das letzte Mal, dass ich, naja, wenn man, also richtig bei irgendeiner Burgerbude war ich das letzte Mal halt irgendwann Mitte letzten Jahres. Während dem Sommer, wo ich irgendwie, da war ich dann mal unterwegs, hatte aber noch nicht gefrühstückt und bin da fast aus den Latschen gekippt und dachte mir, okay, dann lieber, liebt seine Vollmilch. Ein, zwei Cheeseburger reinpfeifen, ehe du hier einfach umkippst. Was aber ziemlich gut ist, ist das Frühstück bei McDonald's. Nur meistens kommt man immer genau zu den falschen Zeiten. Ich habe nie gesagt, dass ich es geliebt habe. Es war einfach so eine Phase. Also... Ich habe gesagt, das Essen danach, also wenn man dann zu McDonald's gegangen ist, so wenn es irgendwie, keine Ahnung, nach so einer Party 4 Uhr, 5 Uhr morgens war oder so und dann da halb übermüdet in so einen McDonald's reinwatschelt, sich ein Menü holt und dann irgendwie
10 Tonnen von diesem Giftzeug isst und es gibt nichts Besseres. Giftzeug. Naja. Weiß ja nicht, ob du auch solche Erfahrungen gemacht hast oder nicht. Nicht wirklich, aber wie gesagt, ich setze es gleich mit den Cosplay-Gruppen und allem. Wie Alkohol immer durch Milch ersetzt wird, als ob jemand nicht wissen würde, Subway finde ich aber ziemlich gut. Ich liebe die Sandwiches von dort. Ja, wie gesagt, ich habe halt das auch nur so, haha, klischee-mäßig. Ich erinnere mich immer so an Majora's Mask Zelda mit der Milchbar. Hm, genau. Milch trinken. Richtig. Oder Chateau Romani, Milch. Richtig. Ich meine, ich gehe relativ oft zu McDonald's, aber meistens nur mit dem 3DS im Gepäck, wenn irgendeine Aktion Nintendo ist. Zone. Richtig. Zum Beispiel mit den Majora's Mask Designs. Da bin ich auch nur hingegangen, weil ich noch kurz zum Verlosen haben wollte. Lass mich raten, deine Lieblingsspielefirma ist EA. Kappa. Richtig. Aber direkt danach kommt Ubisoft. Wow, Gott. Jetzt echt Ubisoft? Nein. Hätte ja sein können. Ich sag mal so, die Ubisoft, wo sie noch nicht überall 10.000 Bugs reingebaut haben. Also die alten so, mit den ganzen Rayman-Teilen, mit den alten und so. Und Rayman Legends ist ja auch mal so ein tolles Spiel. Ich hab's zwar bisher nur gesehen und noch nie weiter echt selbst gespielt. Was ist los? Warum hat sich Mario nicht festgehalten? Ich hab keine Ahnung. Weil es eine bewegende Plattform war vielleicht. Aber du bist zielgenau auf dieser drehenden Plattform gelandet. Ich hab keine Ahnung, vielleicht bin ich doch daneben gesprungen, es sah nur so aus. Also, du bist daneben gesprungen, aber er hätte sich festhalten müssen. Ja, wenigstens haben wir beide den gleichen Knick in der Optik gehabt. Gut. Entweder das oder Mario ist. Ich bin halt wirklich einfach selten dämlich dran vorbeigejumpt. Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Nach Nintendo kommt bei mir Capcom. Okay. Also, ich lese nur vor, ich weiß es bei mir ehrlich gesagt gar nicht so genau. Westwood fand ich gut. Ich fand Westwood damals gut, also, die haben die ganzen Echtzeit-Strategie-Command & Conquer-Teile gemacht. Und dann wurden sie aufgekauft von, na, von wem wohl? Apple, Google, keine EA. Oh. Hi, ihr Fehler. Hi, Nachtara. Hallo, nochmal Nachtara. Schon wieder. Wie gesagt, Square Enix mag ich auch noch sehr gerne. Ich war einmal nach einer Weihnachtsfeier besoffen bei Mc's gewesen. Das war witzig. So viel Milch getrunken, Cookie. So, ich schreib's mal in den Chat, damit mir auch mal jemand antwortet. Weil irgendwie hat mir keiner wirklich geantwortet. Nico weiß es nicht. Gut, du bist ja auch erst reingekommen. Läuft. Ich interessiere mich nicht für Spielefirmen. Okay. Wahrscheinlich einfach nur für die Spiele halt. Lukas Arzt. Scheint so. Ah, sehr gut. Wie gesagt, schimpft keiner. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich glaube auch. Ein bisschen auf Matschqualität runtergeregelt und schon. Jetzt läuft die Matsche wenigstens flüssig. Richtig. Das klingt auch irgendwie komisch. So, bin vielleicht erstmal etwas weg. K.A. mal gucken. Auf jeden Fall aus dem Chat raus. Alles klar, Saritus. Danke, dass du da warst und viel Spaß bei dem, was du so machst. So, und jetzt dürfen wir warten. Und warten. Och, wie doof bin ich, bitte. Und warten. Und warten. Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, bitte. 28? Kommt hin. Ich sehe gerade, ich habe die Thermoskanne mit Tee zugeschraubt, aber die Teebeutel hängen noch raus. Ich habe die gar nicht da rausgetan. Ich bin klug. Ich wollte mich beeilen und irgendwie. So much ist es ja auch nicht. Du siehst immer noch recht scharf aus. Dankeschön. Das macht alles die Nicht-Haarspray-Frisur. Ja, genau. Ich habe ein Ei bekommen. Mal gucken, was drin ist. Oh Gott. Der hat mich beinahe die Plattform runtergeschoben. Oh, ich wollte noch ein paar Pokémon-Eier fangen. Nein, 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 nein. Gott. So, jetzt sind noch. Hä? Nein, nicht krabbeln, Mario. Ü-Eier sind gefährlich, ja. Oh nein! No. Ah, der Block ist da. Aber Ü-Eier sind eigentlich nur für Amerikaner gefährlich. Richtig. Nein! Oh Gott. Mario, du bist so ein selten dämliches Ding. Ich spiel lieber mit der Waffe, ja. Wie gesagt. Ü-Eier sind verboten, aber hier hast du eine Shotgun von Walmart. Für nur 25 Dollar. Doch nicht Ü-Eier. Ach so. Bei Pokémon halt. Ist ja quasi auch ein Überraschungsei. Du weißt nie genau, was drin ist. Es sei denn, du hast es gerade
Doch, eigentlich weißt du schon. Anscheinend bist du doch ein Camgirl, HBK. Wieso? So einen großen Ausschnitt habe ich doch gar nicht. Nein, weil scharf und so. Ach so. Genau, ich brauche einen riesigen Ausschnitt mit Boobies und dann läuft's. Ja, ist so ein Trick auf Nine-Gag momentan im Umlauf, dass man sich so hinkniet, dass man die Knie quasi unter dem T-Shirt hat, dass sie so auf Brusthöhe sind und dann ein Foto machen, dann sieht das aus, als hättest du Brüste. Das ist aber immer noch eine Sache, die Razorrock damals in seinem Stream als Standard hatte. War dann immer Razorrock mit seinen Knee-Boobs. Ja, das war 2012 schon. Er ist quasi der Trendsetter, ohne dass er der Trendsetter ist. Ich fand es nur ekelhaft auf einem von den Nine-Gag-Bildern. Da hatte einer sehr, 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 sehr behaarte Beine. Ah. Da sah das sehr seltsam aus. Harry Boobies. Also nicht die von Harry Potter, aber... Jawoll! Here we go. Also, here we go. Ü-Eier werden von der IS. Oh, endlich. Ü-Eier sind überbewertet. Ü-Eier sind toll. Ich lese nur vor. Endlich haben wir Tic-Tac-Trauma überstanden. Yeah. Ohne Save-States, ohne irgendwas. Stimmt, Race mit seinen Knee-Boobs. Yep. Das habe ich nie mitbekommen, schade. Weiß nicht, warst du überhaupt mal in seinen Streams? Ich glaube nicht. Das ging aber auch komplett an mir vorbei. Nee, das war damals aber so eine Sache. Deswegen, ich war auch damals eine Zeit lang den einen Stream, da hat er mich dann geradet. Da kam irgendwie plötzlich, hatte ich 40 Zuschauer oder so. Da war ich total überfordert. Das war dann auch jener Tag, glaube ich. Wenn mich nicht alles... Ja, das war, glaube ich, auch jener Tag, wo dann besagte Geschichte, die wir nicht besagt haben, geschehen ist. Ah. Die Stimmung war einfach gut, das hat gepasst. Aber, naja, egal. Ehe die Leute fragen, was ich meine, sollte ich vielleicht aufhören, darüber zu reden. Ah, sag einfach, es war Milch im Spiel. War's nicht mal. Oh. Wobei, ich hab Kakao getrunken, ja, halt. Dann erlauben wir Waffen und sorgen für Sicherheit. So sieht's aus. Ja, das war jener Tag, an dem geschah, was nie geschehen ist. Alles klar. Jener Nacht. Shireen war genau. Shireen war nicht mehr live dabei. Sie hat nur die Aufzeichnung gesehen. Hände hoch, sonst musst du Ü-Eier essen. Nein! Oh, oh. Das Ei schlüpft und ein Zusammenbauauto! Ein Trassler! Ein Zusammenbautrassler, Kennt ihr diese? Ich habe in den Ü-Eier meistens diese Mini-Autos drin gehabt, wo man die Achsen und sowas alles selbst reinbauen muss und die Karosserie einfach außen dran klatscht. Ach, diese kleinen Aufziehautos, die dann so weggezischt sind. Oh, die waren lustig. Ich habe die immer gehabt. Failbishy is real, okay. Ich gebe dir mal so ein virtuelles High Five. Yay. Warum auch immer das jetzt gerade gesagt wird, das, ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist, aber offenbar ist es real. Ich habe keine Ahnung. Ein Ponita. Ein Ponita ist real? Okay. My little Ponita. Eigentlich ist es ja my little Lasagne. Falls sich noch einer an die Geschichte von vor einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren erinnert. Aber dafür können wir wenigstens sagen, damals war in meiner Lidl Lasagne noch Pferdefleisch drin. Was ganz hat's noch nach was geschmeckt. Richtig, also ganz ehrlich, das Pferdefleisch gilt als ein hochwertigeres Fleisch als irgendwie Rind oder Schwein oder sonst irgendwas. Richtig. Vor allem, ich habe da überhaupt kein Problem mit gehabt. Okay, sie hätten es vielleicht draufschreiben sollen, weil... Ja. Duh. Hm. Aber sonst hätte mich das überhaupt nicht gestört. Ich nenne das weibliche Bonita HBK. Dankeschön, Achthaber. Sabi war nicht dabei, das stimmt. Sile? Achso, Silenos. Ja. Ja, stimmt. Sabi war zu dem Zeitpunkt nicht dabei. Es reitet dort durch Nacht und Wind. Es ist die Lasagne, getarnt als Rind. Der ist auch nicht verkehrt. Das auch schon ein paar Mal gehört. Aber es gibt so Themen, die sind auf einmal verschwunden einfach. Ja. Nee, Lasagne ist garantiert nicht das Pferdefleisch drin. Ja. Da redet keine Sau mehr. Ist nicht das Pferdefleisch darin gewesen, eben ganz sicher nicht hochwertig war. Weißt du's? Ja, eben. Es ging einfach nur darum, dass da Pferdefleisch drin ist und dass es halt ein Skandal ist, dass halt, genau, dass es nicht drauf stand. Oh, da hätte ich mich doch festhalten können, egal. Und dass eben da andere Zutaten drin sind, als drin standen und man das halt quasi mit dem Pferdefleisch streckt. Ja.
Das ist wie wenn dir irgendwie jemand aus deinem Kartell plötzlich Mehl in deinen Koks mischt oder so, McBlah, damit du einen Vergleich hast. Oder dir statt Vollmilch nur Halbwert, nein, nicht Halbwert, Was ist denn so euer Lieblings-Mario-Spiel? Mein Lieblings-Mario-Spiel spiele ich gerade. Muss ich zugeben, das ist wirklich mein Liebstes. weiß nicht, Mario Sunshine oder Mario Galaxy, eins von beiden. Hotel Mario, ja, ganz bestimmt. Unbedingt. Sonst wäre es nicht billiger gewesen. Ah, ich glaube, es hat irgendwie was mit beidem zu tun. Sowohl, dass es nicht ausgeschildert war, als auch unhochwertiges Pferdefleisch. Unhochwertig. Niederwertiges. Otto, niederwertiges Pferdefleisch. Ich sollte die Uhr im Auge Weil behalten. es keine Mastpferde zum Zwecke des Verzehrs waren, sondern alte Pferde, die einfach ihr Leben gelebt haben und nicht mehr am Leben gehalten werden konnten. Okay. Okay, vielleicht fehlt mir da ein paar Infos. Shireen weiß über sowas meistens Bescheid, also von daher. Waren das nicht alte Rennpferde oder so? Das kann auch sein. Okay. Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich in England. Ach, das ist schon wieder so lange her. Weiß ich noch, weil der Vater von der einen, die da mitgemacht hatte, der hatte mich dann ein bisschen nach Hause gefahren, nachdem wir vom Flughafen gekommen sind. Und der meinte dann auch, oh, plötzlich, my little Köttboller. Da musste ich echt lachen. Wo ist Ja, wie gesagt, bitteschön diese letzte egal was Münze? für Pferde es waren, die meisten Leute würden sich halt drüber aufregen, einfach dass es nicht drauf stand. Ja, also mit Steroide gefütterte Pferde. Ach so, ja. Hoffentlich gibt es das da mal ein Spiel, wo Peach Prinzessin Bowser entführt. Und Prinzessin Mario muss Bowser? Bowser retten. Wer ist Prinzessin Bowser? Ja, ich bin auch gerade, als ich das gelesen habe, hat auch so mein Kopf kurzzeitig ausgesetzt. So, wie, Moment, was? In Bowser. Die Vorstellung ist gruselig. Jawohl, jawohl! Sag mir nicht, du hast es geschafft. Noch nicht ganz, ich muss den Stern noch holen. Du kennst mich. Mein Fail-Potenzial liegt bei over 9000. What, 9000? Ist das ein Bowser? Oh Gott, jetzt stelle ich mir Bowser in einem Kleid vor. Ja, mit so einem kleinen Krönchen. Hast du die letzte Game Theory gesehen? Guckst du das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was war die letzte? Da geht's um Prinzessin Peach und ja, wenn du es gesehen hättest, würdest du wissen, was ich meine. Und die Toads und so. Ich meine sogar ja, aber ich bin mir gar nicht sicher. Super Mario ist echt ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Videospiele. Oh! Here we go! Das erste Mal geschafft ohne fucking Save States. Aber dann sollte man halt nicht so billig einkaufen. Ja, was auch verständlich ist, in Lebensmitteln will man drin haben, was draufsteht. Ja, das Vor allem stimmt das wohl. Lustige ist ja, alle sind am Schimpfen, sie wollen das draufstehen haben, aber wirklich hinten drauf nachlesen tut kaum jemand. Ich lese mir sogar relativ viel vor mit, Ich manchmal. durch, meine ich. Ja, ich lese mir auch viel vor, genau. Ich gehe da rein und dann, Patrick, jetzt lese ich dir vor. 3% Zucker. 5% Emulgatoren. Da stehe ich dann so im Laden und das geht dann irgendwie so mit allem, was ich so habe. Deswegen brauche ich beim Einkaufen auch immer 3 Stunden. Alternative zur Gute-Nacht-Geschichte. Du liest dir halt die Zutaten durch. Genau. Vor. Ja, genau.